Ja, hallo Leute, wir sind heute hier in Wien. Der Martin hat ein Konzert und war die letzten zwei Tage bei mir und ich möchte Martin einfach ein bisschen darüber ausfragen, warum er Musik macht und was ihn dabei antreibt. Das meine ich als, wir kennen uns jetzt wie lange, Martin? 20 Jahre? Du bist immer sehr gut im Zeiten messen. Ja. Seit der 10. Klasse, glaube ich. Ja, das sind bald 20 ja. Jahre. Ja. Ja, genau. Und ich habe da irgendwie das Glück gehabt, dass ich den Martin auf seinem ganzen Weg irgendwie Outdoor-Orbits fahre, aber irgendwie begleiten kann und sehen durfte, wie die Entwicklung sich so abspielt. Und ja, frage ich einfach mal, Martin, was. Du hast ja sicher keinen Masterplan gehabt. Es ist irgendwie so jetzt, dass du von die Früchte deiner Arbeit kannst du jetzt schon ernten, aber es hat lange gedauert. 15 Jahre bis, ich glaube, das erste Konzert hast du 2010 gehabt? 2012, im Französischen Dom in Berlin war das, ne? Genau. Und angefangen Musik zu machen mit dem Ziel, dass du, oder mit der Vorstellung, war das ein Ziel oder war das eine Vorstellung einfach? Es war ein Ziel, aber eins, das ich selber nicht als realistisch erachtet habe. Ja. Es war so, wenn alle sagen, von Musik kannst du nicht leben. Ja. Und du auch niemanden kennst, der von Musik lebt. Überall, ne? Wenn du niemanden kennst, der von Musik lebt und das alle sagen, wie sollst du denn daran glauben? Das ist dann so eine Fantasie so. Ja. Aber auch immer mit der Hoffnung, hey, vielleicht könnte es ja doch. Ja. Vielleicht könnte es ja doch klappen. Ja. Aber nie so, ich hatte kein Role Model. Ich hatte niemanden, der mir das vorgelebt hat, wo ich wusste, ich mach's einfach so wie der. Aber das ist wahrscheinlich dann auch. Stelle ich mir vor, das Abenteuer, weil irgendwie einen Coach zu haben oder ein Vorbild, auch wenn das für jeden, der das danach macht, natürlich sich, nehme ich an, also das sind meine Erfahrungen, anders anfühlt, weil es immer dein eigener Weg ist, aber trotzdem etwas irgendwie selber ins Schwarze reinzuprobieren, das muss was ganz Tolles sein. Ja, ist es, aber auch was Beängstigendes teilweise, weil du niemanden hast, von dessen Erfahrung du eins zu eins lernen kannst. Was natürlich nicht ganz stimmt, weil ich habe ja ein paar Leute gehabt, die mir dann doch so ein bisschen Tipps gegeben haben oder so ein bisschen von ihrer Erfahrung, zum Beispiel mein Onkel Daniel am Saxophon. Mhm. Der war ja auch der spielt ja in der Band, glaube ich, ne? Der hat verschiedene Projekte, aber ist seit, weiß nicht, 30 Jahren unterwegs in der Welt mit seinem Saxophon und spielt mal hier und mal da und kennt das Lampenfieber-Ding, der geht total in seiner Musik auf und konnte mir so ein bisschen Spirit mitgeben, was es heißt, Musik zu machen, was es heißt, Musik auf der Bühne zu machen und welche Verantwortung du hast. Ja. Nicht nur dir selbst gegenüber oder dem Publikum gegenüber, sondern auch der Musik gegenüber. Er meinte immer schon beim ersten Konzert, wenn du dich verneigst vor dem Publikum, verneige dich vor dem Göttlichen der Musik. Okay. Verneige dich vor der Musik. Ja. So, und damit du siehst, dass es um etwas Größeres geht, als nur um dich und die Leute. Ja. Was ja auch total erleichternd ist. Das nimmt Druck von dir ab. Das Ego muss im Grunde gar nicht alles, was du schenkst sozusagen, dieser göttlichen Musik meinetwegen oder auch dem Publikum. Wenn du das selber sozusagen nicht auf deine Reputation beziehst, sondern etwas schenkst, dann kann dir niemand einen Vorwurf machen. Weil ein Geschenk ist, entweder die Musik nimmt es an und das Publikum, aber du hast es aus freien Stücken und von Herzen gegeben. Ja. Stimmt, das nimmt einen gewissen Druck raus. Und so wie es kommt es halt aus dir raus. Ja. Also Daniel war halt auch immer der hat mir halt auch beigebracht, dass ein Stück jedes Mal anders klingt, wenn du spielst. Ja, ja. Und das ist aber, es klingt immer dann am besten, wenn es sich dann in dem Moment auch richtig anfühlt. Also zum Beispiel ist es in der Probe so manchmal, du probst ein Stück vielleicht mit jemand anders zusammen und dann smasht man es rein und yeah, Energy! Ja, ja, ja. Und yeah, High Five! Wir haben das Ding heute total gerockt. Ja. Oh, wenn wir das so auch jetzt mal ein Konzert bringen können. Halbe Stunde später ist das Konzert. Dass der Song kommt, den man gerade so energetisch gespielt hat, mit anderen zusammen. Aber die Stimmung ist auf einmal ganz anders. Und auf einmal muss man ganz schnell umschalten und sagen, nee, jetzt ist der Song, aber jetzt machen wir den ganz ruhig. Ja. Und wir versuchen, den nicht wieder in diese Form zu pressen. Ja. Und vielleicht wieder aufholen, was meistens ja nicht funktioniert. Nee. Egal ob, du kannst Sachen üben, aber es fühlt sich immer anders an. Vielleicht ist es fürs Publikum so. Ja. Aber das
sie diese Energie spüren, die ihr vorher gehabt habt. Genau. Aber dadurch, dass eine halbe Stunde oder einen Tag vorher, das kann man, man kann immer wieder da hingehen und reingehen, aber du weißt nie, was passiert wahrscheinlich. Ja. Genau. Man muss diese Vorstellung komplett loslassen. Von, nicht nur vom ganzen Konzert, sondern auch von jedem Augenblick im Konzert. Ja. So, es gibt, also es das gibt was nicht. Ziemlich spooky. Ich hab's ja, ich meine, im Sport ist es vielleicht. Ich habe meistens Mannschaftssport gespielt und es ist schon auch ein Lampenfieber da, aber letztendlich ist der Fokus nicht so auf dich. Man kann es vielleicht mit einem Orchester vergleichen. Ja. Aber was ich total beeindruckend finde, ist halt, sich selber dann irgendwann auf die Bühne zu stellen. Und du warst ja ein erwachsener Mann. Das erste Mal, also 2012, das erste große Konzert. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Französischen Dom in Berlin wart. Das ist, das ist beeindruckend. Und wenn du dich da hinsetzt an einem Flügel, der normalerweise riesig ist, und der steht da einfach verloren in diesem großen Ding, da ist die Energie dann irgendwie zu bündeln, muss um die Erfahrung beneide ich dich einfach. Ja, man fühlt sich erstmal sehr verloren. Mhm. Der Französische Dom, falls jemand von euch da war, dann wisst ihr das auch, ist ja auch, er hat keine Bühne, er ist ein ebenerdiges Konzert. Und man, ein ebenerdiges Konzert ist erstmal ein ganz anderes Konzert als eins mit einer Bühne. Ja. So. Ja. Denn unter Umständen sitzen die Leute vielleicht sogar noch 2 Meter von dir weg. Ja. Die Füße, ausgestreckten Füße reichen fast bis an dein Klavier ran. Ja. Ja. Und ihre Blicke sehen alles von dir. Ja. Und sich dann dem so auszusetzen, ist nicht einfach. Ebenerdige Konzerte sind auch schwerer zu spielen. Sind schwerer zu spielen. Finde ich schon, ja. Auf jeden Fall. Ja. Muss ich echt feststellen. Das ist aber dann auch die Herausforderung. Ja. Und in jedem Fall wird man dafür belohnt, glaube ich, oder? Ob es funktioniert, ob alles so läuft, wie man sich vorstellt, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Irgendwas wird immer schief gehen oder anders laufen als geplant. Ja. Aber unser aller Lieblingslehrer Wolfgang Lange, der mal sagte, blamieren ist die beste Schule von Charakter. Ich würde das jetzt nicht wünschen, dass es irgendwie das Freundschief geht, aber man geht auf jeden Fall mit einem Gewinn daraus, oder? Mit einer Erfahrung, die man nicht, die einem keiner wegnehmen kann und die man mit anderen Leuten teilt. Ja, immer wenn man was riskiert. Ja. Immer wenn man das macht, wovor man ganz doll Angst hat. Ja. Und das heißt nicht, dass die Erfahrung, die man dann macht, eine gute ist. Es kann sein, dass es fürchterlich ist in dem Moment. Dass sie sich gut anfühlt. Genau. Sie fühlt sich vielleicht schrecklich an in dem Moment. Genau. Man braucht den Abstand. Ja. Also, naja, wollen wir hoffen, dass das heute Abend nicht so läuft. Martin ist ziemlich rotig, was Wien angeht. Ich glaube, ja, jetzt zum dritten Mal. Spielt in Wien, heute allerdings in einem anderen... Das dritte Wien-Konzert. Heute allerdings in einem anderen Saal. Ja, falls es noch nicht zu spät ist oder das Video vielleicht sogar vorher gepostet wird. Kaiserstraße 10 im 7. Bezirk. Zieglergasse, U-Bahn-Station O3. Sehr gut. Vielleicht hätte Lust, genau, ja. Also ich kann es nur empfehlen, weil Beschreibung. Die Art Musik, die Martin spielt, ist jetzt nicht das, was ich jeden Tag höre. Aber ich habe es lange... Ich war das erste Konzert, was ich hatte bei dir, war das Wien-Konzert. Mhm. Und dann habe ich es in dem Moment eigentlich bereut, dass ich nicht vorher da war. Aber das ist einfach... Perfekt. Perfekt. Es ist perfekt, ja. So. Nein. Deshalb, vielleicht habt ihr Lust heute Abend, es sind noch ein paar Plätze frei. Genau, ja. Und genau, was man, du hast gerade eben auch Herr Lange erwähnt, für euch zur Aufklärung, ich und Robert waren ja seit der 10. Klasse, wir 2 Jahre oder so, waren wir zusammen. Aber Herr Lange hatten wir nie als gemeinsamen Lehrer. Ja, aber wir das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr Club der Toten Dichter habt. Aber Herr Lange war ein Lehrer, der sich einen sehr eigenen Lehrstil hatte und auch eine sehr starke Nähe zu seinen Schülern gepflegt hat, im Gegensatz zu vielen anderen Lehrern. Ja. Und der so ein bisschen einer der wenigen Menschen, vielleicht sogar der einzige für mich in der Schule, der mich berührt hat. Ja. Der nicht nur gelehrt hat, sondern mich auch inspiriert hat und berührt hat durch seine, durch seine leidenschaftliche Art und Weise, Menschen etwas mitgeben zu wollen. Mhm. Ja. Oder was dafür zurückzuerwarten. Oder was man ja häufig hat bei den Lehrern, gerade in der Schule, wo wir waren, aber ich glaube, das ist fast überall die Überzahl der Lehrer, so ein bisschen von oben herab. Also Herr Lange, er hat das nicht auf die große Fahne gehängt, aber der ist häufig gescheitert im Leben und trotzdem
Der war damals 50, Mitte 50, trotzdem hat in dem noch eine Energie geglüht, die einem einfach auch Mut aufs Leben gemacht hat. Und ja. Natürlich hat er da mal seine Club der Toten Dichter, das ist eins. Es gibt einen Film mit Corey Haim, den kennt wahrscheinlich keiner mehr. Lukas hieß der, da hat er uns das Drehbuch dazu schreiben lassen, die Klasse als Deutschprojekt. Und jeder war dabei irgendwie. So ein bisschen verträumt dann auch, aber er hat sich nicht geschämt, auch dieses Scheitern oder das, dass er selber Schwächen hat, auch zu zeigen. Und das hat ihn so attraktiv, sage ich mal, auch als Mensch und Pädagogen gemacht. Ja, also, genau. Übrigens, wir suchen Wolfgang Lange, falls irgendwer weiß, wo der geblieben ist. Weil er ist dann in den Schulen rumgewandert, war auf dem John F. Kennedy in Berlin. Vielleicht ist er gar nicht mehr in Berlin. Ich hoffe, er lebt noch. Er wird nächstes Jahr wird er 70. Ja, Wolfgang Lange aus Berlin, vielleicht deutsch-französischer Lehrer, vielleicht ist mit ihm jemand. Ja. Genau. Und um die Brücke zurück zur Musik und Kunst zu schlagen, dieser Lehrer war eine der inspirierendsten Personen, was die Tatsache angeht, sich selbst umzusetzen, seine Träume zu verwirklichen. Ja. So, er hatte auch immer den Traum, irgendwie noch Drehbuchautor zu werden und auf die Bahamas auszuwandern, und er hat immer gesagt, wenn mir das gelingt, ich lade euch dann alle ein. Und er hat die ganze Klasse nach Disneyland, nach Paris eingeladen. Genau. Das muss ich mir vorstellen. Auch die Leute, die sich das eigentlich nicht leisten konnten. Ja. So. Irgendwie ist es gerade dunkel geworden, ne? War das irgendein Licht ist ausgegangen. Ja. Aber wir haben ja Kerzen. Ah, ich weiß warum. Die Sicherung ist rausgeflogen. Perfekt. Okay, hören wir mal auf. Genau. Also, nicht vergessen, Entschuldigung, ich habe einen Kaffee draufgesetzt. Nicht vergessen, heute Abend zum Konzert zu kommen. 19 Uhr, Kaiserstraße 10 im Klaviersalon. Martin Herzberg im Konzert, ja? Genau. Danke an Robert für das kurze Interview. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Da bin ich mir sogar sicher. Und wir sehen uns bald. Ansonsten in 2 Wochen in Berlin in der Philharmonie. Es gibt noch irgendwie 100 Karten, Tausende verkauft. Und ja, da brauche ich euren Support, sogar mit Streichern vor Ort. Genau. Ansonsten auf ein baldiges. Bis dann. Ciao.